Hallo, herzlich willkommen, mein fabelhafter Skorpion. Schön, dass du hier mit mir, ich bin die Viu, in die Mai-Energien hier mit reinschaust. Wir sind in fließender Zeit, wir schauen in den Kaffeesatz rein und zuvor möchte ich hier von den Skatkarten ein paar Energien für dich hier haben. Du weißt Bescheid, Kollektivlegungen, Sternzeichen, Aszendent, Mond und Venuszeichen. Du nimmst nur Dienliches mit, denn nicht jede Aussage kann immer für dich hier bestimmt sein. So, wir legen los. Mai in fließender Zeit und mein fabelhaftes Skorpion-Kollektiv. Was darf ich hier sagen? Was darf hier gehört werden? Um was geht es denn hier jetzt? Geh nicht in den Rückzug. Also, das ist jetzt nicht die Karte. Geh nicht in den Rückzug und in die Distanz. Du darfst weiterhin Mut haben und hoffnungsvoll sein. Bitte verzweifle nicht, ist noch eine intuitive Botschaft. Und die erste Karte, positive Ausgänge, positive Umgebung. Du hast allen Grund, zuversichtlich und positiv jetzt zu sein. Bestätigung zu der intuitiven Aussage, mein fabelhafter Skorpion. Irgendjemand von euch, mehrere, einige, sollten jetzt wirklich hören, dass sie nicht aufgeben. Denn jetzt entwickelt sich das Positive. Vielleicht ein bisschen später als gedacht. Aber Distanz, Hoffnungslosigkeit, das ist jetzt nicht die Zeit dafür. Okay, was darf ich hier noch sagen? Oh ja, schwere Zeiten, die hinter dir liegen. Doch jetzt entwickelt es sich positiv. Das ist die Zeit, die Karte, ach, jetzt habe ich einen Strafzettel gekriegt. Jetzt ist mir das runtergefallen. Jetzt ist mir ein Missgeschick passiert. Jetzt habe ich mir den Fuß verknackst. Also diese, aber wir haben hier das Positive. Das, was war, das ist hinter dir. Und falls du noch immer in dieser Energie sein solltest, dass jetzt gerade du alles Pech, was möglich ist, anziehst, also für diejenigen, die es tatsächlich sind, nicht in die Distanz, nicht in die Hoffnungslosigkeit und in die Verzweiflung reingehen. Das Positive kommt noch. Es ist einfach dann diese Strecke so da, wie sie sich zeigt. Da, schau mal. Mehr als gedacht kommt das Positive hier auch tatsächlich. Wir haben hier den Geldfluss, wir haben hier das Hochsteigen an der Leiter beruflich, wir haben hier die Fülle zwischenmenschlich, wir haben hier die Entwicklung, nach einer verpatzten Prüfung nochmal eine Prüfung machen zu dürfen, nach einer schlechten Bewertung nochmal eine Bewertung kriegen zu können, nach einer vergangenen schlechten Investition, die nichts gebracht hat, nochmal etwas investieren zu können, das nächste wird definitiv besser. Nach einer nicht zugesprochenen Wohnung, weil sie eine andere Familie vielleicht bekommen hat, die nächste kommt hier noch. Es ist jetzt wirklich die Zeit, hoffnungsvoll zu sein und an das, was noch Gutes kommt, wirklich zu glauben. Jetzt schauen wir in die Tasse rein, was sie uns denn hier noch zeigen möchte. Ja, so nach dem Motto, es hat dich jemand im Regen stehen lassen. Der eine hat hier auch die eine oder andere Träne vergießen müssen. Also es muss jetzt nicht wirklich die Träne vergossen sein, aber vom innigen Gefühl hier so. Ich habe hier ein Kamel. Sprich mal bitte, kommuniziere mit jemand etwas. Meine Stimme versagt, ja? Ich habe hier ein Kamel und dieses Kamel ist so. Es ist heißt, die Wüste ist unendlich und es geht durch die Wüste, bis es die nächste Oase hier entdeckt. Und das ist hier eine Botschaft für dich. Gehe nicht in den Rückzug, gehe nicht in die Distanz. Sei wie in der Wüste das Kamel. Unerbitterlich im Fokus das Ziel die Oase. Und du hast natürlich ein anderes. Bei dir ist deine Oase was ganz, ganz Individuelles. Und jetzt zeigt sich noch ein... Bitte kommuniziere etwas, was nicht passt. Bitte. Wir haben hier jetzt noch einen Elefanten mit einem langen Rüssel.
Dieser Elefant, erstens mal, es kommt hier jemand Starkes zu Hilfe, jemand Weises, jemand, der die richtige Information hat, ein guter Berater, Beraterin. Wenn du im Rechtsbeistand, wenn du in bestimmten Sachen nicht weißt, wie du etwas ausfüllen sollst oder etwas Bestimmtes nicht weißt, hast du hier eine weise Person. Du solltest dich an eine weise Person wenden, denn die spendet hier das nötige Wasser schon, bevor du die Oase auch erreichst. Aber ich muss hier auch wirklich sagen, du in dir hast hier wirklich auch sehr großes Wissen. Ja? Vielleicht bist du hier auch der Elefant für jemand anders. Vielleicht hast du auch tatsächlich so eine beratende Tätigkeit als Job oder du möchtest dich so einer hier widmen. Ich kann dir hier wirklich nur sagen, du hast mega großes Wissen und einen ganz hohen Wert an Wissen durch Lebenserfahrung, durch Belesensein, durch Intellekt. Das kommt hier bei mir durch. Das darf hier jemand hören. Und wenn du etwas Beratendes machen möchtest oder tatsächlich eine höhere Position anstrebst, eine neue Ausbildung, eine Weiterbildung hier machen willst, du hast wirklich die Eignung, die Tools in dir. Des Weiteren sehe ich hier ein Hund und ein Fuchs. Suche dir jemand Schlaues an deine Seite. Es wäre schlau, dir jetzt jemand zum Freund hier zu machen oder zu einem Freund hier zu gehen. In der vergangenen Zeit hast entweder du jemand schon schlau zur Seite gestanden oder jemand dir. Und diese Hilfe sollte vielleicht jetzt nochmal aktiviert werden, jemand aus der Vergangenheit. So nach dem Motto, alte Freundschaft rostet nicht, auch wenn es eine eher zweckmäßige Freundschaft vielleicht war, dass man sich nur ergänzt hat, ein alter Studienfreund, Ausbildungsfreund, Schulfreund, also so etwas in der Art. Ein Wissen steckt hier in dem Fuchs drin. Entweder hast du das Wissen und gibst es an jemand anders weiter oder du solltest dir so ein Wissen holen oder wirst es erfahren. Ein schlafendes Gesicht im Sitzen. Im Sitzen, das ist die Sofalehne, also die Lehne, an der Lehne seitlich den Kopf und schlafend. Also es kann hier wirklich absolut eine Alltagsgeschichte sein, dass hier jemand im Sitzen eingeschlafen ist. Und wenn ich mich hier das so hier anschaue, habe ich hier eine Vereinigung. Es sind hier die drei Kelche, ein großer und zwei kleine. Ich glaube, das ist tatsächlich so, nach einer Feier, nach einem Höhepunkt, nach einem Meeting, nach einem Treffen, wird hier jemand vor Erschöpfung dann in der nächsten Zeit sogar kurz im Sitzen hier einschlafen. Zwei Knospen, die noch ruhen und entdeckt werden müssen. Du wirst noch zwei wertvolle Dinge in deinem Leben erfahren und entdecken. Das kann hier tatsächlich aber auch mit behördlicher Angelegenheit, denn ich habe hier diesen Vogel, diesen behördlichen, ja, ihr wisst schon, also es kann etwas mit etwas Behördlichem zu tun haben. Nee, eine Angelegenheit. Eine ist eine Herzensangelegenheit, etwas, wo dein Herz trifft oder von einer Herzensperson. Und die andere Sache, die du erfahren wirst, hat etwas mit Behörde, mit allgemein, mit dem Staat hier zu tun. Geldzuwachs. Jemand versucht, einen Geldzuwachs zu stoppen hier. Aber es ist zu hell und der Fisch ist zu hell, der Fisch ist zu groß und zu grinsend, ein grinsender Fisch. Also ich habe hier das Gefühl, als würdest du hier mit Leichtigkeit irgendwie an Geld rankommen können, an kleines Geld. Also ich rede jetzt nicht von Millionen, ja. Oder mit Leichtigkeit irgendwo gutes Geld auf die Schnelle, kurzfristig hier verdienen können und jemand versucht, dich davon abzuhalten. So, das Gefühl habe ich.
Ein S zeigt sich hier auf und ein T. Und gleich noch dazu ein R. Okay, wir haben es dann schon mal den Buchstaben. Und ein O wird jetzt noch sichtbar. Also alles so hier in diesem Bereich sind die Buchstaben. Das ist ein Samurai-Esser. Dieser Kessel, wo man diesen Chai kocht, sehe ich hier. Entweder hast du so etwas und bietest einen Besuch das an, oder es kündigt sich Besuch aus der Ferne, aus dem Ausland hier bei dir ein. Oder du gehst irgendwo hin und wirst diesen türkischen, russischen Tee praktisch zu dir nehmen. Du wirst es schaffen, irgendwo als erstes präsent zu sein, als erstes aufzufallen, in etwas Gutem. Irgendjemand wird hier so etwas wie mit einer Rassel spielen. Vielleicht sind es auch diese Stücke, wo man sich Gymnastik, sportmäßig, praktisch fitnessmäßig hier sie anwendet, um einfach auch einen stabilen Rücken zu bekommen. Also das kommt bei mir durch. Das ist für einen Teil hier. Für den anderen Teil sehe ich hier eine Rassel und man macht so Gucci, Gucci, Gucci mit einem kleinen Kind, mit einem Baby, dass da irgendjemand gerade etwas in den Umfeld kriegt. Bei mir kommt hier aber auch noch als Botschaft durch, dass du von jemandem aus dem Umfeld, es muss nicht immer die eigenen Kinder sein oder auch du sein, es können einfach vom eigenen Umfeld hier die Nachricht bekommst, wir bekommen hier Nachwuchs. Okay, ich habe hier in deinem Leben sind so zwei, also erstens mal ist damit ein U sehr präsent, warum auch immer. Ich habe hier so zwei Bahnen im Leben und ich sehe, dass du zwischen zwei verschiedenen Bahnen hin und her, denn du hast den Schlüssel zu dieser Lebensbahn, zu dieser Lebensart und dann geht man runter und du bist hier gekehrt, aber machst zugleich diese hier auf. Ich habe hier das Gefühl, dass du in deinem Leben so zwei verschiedene Arten manchmal lebst. Das wird hier sehr, sehr deutlich für die nächste Zeit. Zwei verschiedene Arten deiner Lebensweise hier. Hast du vielleicht zwei verhärtete Fronten, familiär, freundesmäßig, wo du einmal mit denen und einmal mit denen? Oder ist es im Geschäft, dass du einmal dahin und einmal dahin, vielleicht gibt es Team das, gesplittet und die zweite Hälfte des Teams ist da und dass du zwischen beiden so herum jonglierst, aber dir beides die Türen öffnet? Ja, das zeigt sich hier wirklich so auf, als müsstest du so zweitgleisig in deinem Leben sehr, sehr oft verfahren und vermehrt jetzt in der nächsten Zeit. Du wirst es aber hinkriegen. Vielleicht hast du auch zwei Jobs, zwischen denen du herum. Vielleicht sind es zwei Wohnorte. Vielleicht sind es zwei Länder, weil das Land hier ja auch so präsent war. Hier möchte jemand aufgeben, etwas aufgeben. Es hat etwas nicht geklappt und ich habe das Gefühl, du möchtest das hier fallen lassen und aufgeben. Doch hier ist die Aufforderung, hey, nein, erstens mal, tu deine Haare wieder nach hinten. Ja, sorry, es kommt so vor. Deine Haare gehen hier nämlich nach vorne. Die einen haben hier einen Zopf, aber die, wo keinen Zopf haben, sind die Haare einfach so nach vorne. Erstens mal muss ich sagen, streiche deine Haare wieder nach hinten, atme tief ein und aus und gebe nicht auf. Das ist hier eine Botschaft, die in einer bestimmten Situation jemand hier wirklich hören sollte. Entschuldigung für das, aber bitte streife deine Haare nach hinten, lass deinen Zopf nicht nach vorne putzen. Denn das macht dich so nach unten schauend. Das ist eine Message, eine Körpersprache, die auch in die Seele eintritt. Ja? Das tut dich nach unten schauen. Den Blick nach unten auf den Boden, am Boden sein hier, animieren.
Und wenn du die Haare nach hinten streichst, deinen Zopf nach hinten schmeißt, dann schaust du in die weite Welt des Himmels mit allen offenen Möglichkeiten und Facetten, die sich dir darbieten. Also das hier ist eine Botschaft, die hier noch raus wollte. So. Ja, es kann auch so hell sein. Es ist immer mal wieder, man hat eine schwere und eine leichte Phase. Aber jetzt für die nächste Zeit, für diejenigen, die in der schweren Phase drin sind, soll ich hier sagen, Kopf hoch, Haare nach hinten, freie Sicht in den unendlichen Himmel. Was das hier auch immer für dich bedeuten mag. Wow! Ja, ui, also ungeschickt, da wäre schon mal, guck mal, diese Karte hier. Genau solche Sachen, etwas fällt dir aus der Hand, etc. Und da bin ich jetzt auch ganz ungeschickt. Also, ich wollte es eigentlich rund, es läuft gerade nicht so rund. Es bricht nach links, nach rechts aus, ja, es geht runter, aber es fließt und geht tatsächlich von dir hier ab. Viele Kleckser, vieles Verschüttete. Um das man nicht heulen sollte. Es ist nun mal passiert. Und da haben wir auch diese zwei Bereiche. Wobei ich sagen muss, es wird hier bei einem bleiben. Wenn du zwei Jobs hast, wenn du zwei Teams hast, wenn du hin und her jonglieren musst, irgendwie wird das hier bei einem bleiben. Entweder weil es vereinigt wird oder weil du das eine einfach nicht mehr brauchst. Für irgendjemand darf ich hier auch sagen, warte noch 2 Monate. Ich weiß nicht warum. Wenn du dir jetzt gerade etwas gedacht hast und eine Zeitangabe passt, 2 Monate. Nicht 2 Wochen, 2 Monate. Schau dir dieses Video vielleicht auch genau nochmal in 2 Monaten an. Warum auch immer. Vielleicht ist da irgendeine Information, die sehr, sehr wichtig für dich ist. An dieser Stelle, ich wünsche dir alles, alles, alles Liebe und würde mich freuen, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist.